Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Dittmanninger, Kaya, Astner, Kirchheimer, liebe Schwestern und Brüder aus nah und fern. Der Herbst hat uns im Griff. Bei jedem Windstoß ein Haufen Blattl, die runterfallen. Und ich bin einer, der es ziemlich schnell nachher zusammendrechert, weil mich das furchtbar stört auf meinem Rasen. Und doch, es ist auch eine sehr meditative Arbeit. Und darum bin ich heute am Samstag recht froh, dass in der Nacht viel Wind gegangen ist und viel Blattl runtergefallen sind. Nämlich während ich Laubrechere, da kommen mir die Gedanken zur Predigt besser, als wenn ich mir jetzt stumm an den Schreibtisch hock und im Bier hineinschaue. Wobei das Lesen von Kommentaren und das ist schon auch wichtig. Und auch das Beten um den Heiligen Geist, weil sonst ist Predigt für einen selber, für die Katz. Das Laubrechern, das hat etwas ganz Meditatives und Schönes, finde ich immer wieder. Und darum mache ich das auch wirklich im Herbst gern. Ich finde das eine schöne Herbstarbeit, so wie jede Jahreszeit eine schöne Arbeit hat für einen Gärtner. Im Sommer ist das Pflanzen, das Einsetzen, den Zuschauen zum Wachsen. Dann im Sommer ist vor allem das Rasenmähen. Das ist mir gerade zuvor von meiner Kamerafrau gesagt worden, dass das eine schöne Beschäftigung ist. Wenn man keine Hänge hat, wie ich, dann ist das wirklich schön. Und so mache ich das auch ganz gern. Und im Herbst dann das. Und übrigens, ich tue auch im Winter wahnsinnig gern Schnee schaufeln. Auch wenn ich einen Schnee selber nicht mag, aber ich tue ihn gern wegdrammen. Weil ich mir immer nachher einbaut, dann schmutzt er schneller. Aber das ist, sei mal dahingestellt, aber es sind alles so Arbeiten, da kann man nebenbei auch mal zum Nachdinger kommen. Zum Nachdinger, als Pfarrer über Predigt, aber auch sich Gedanken machen über Gott und die Welt, nachzudenken über manches. Das kann auch negativ manchmal bei mir sein, wenn ich einen Ärger habe, dann steigert ich mich erst richtig rein bei so einer meditativen Arbeit. Aber wenn es gut gerade läuft oder wenn man irgendein Thema sich selber gibt, dann ist das auch schön, während der Arbeit das reifen zu lassen, in einem sozusagen schwanger zu gehen mit solchen Gedanken. Und das ist eine ganz gute Sache und darum ist es auch schön, sowas zum tun. Für heute wollen wir das einmal bei diesen Gedanken lassen und wenn einer von euch Laubrechern muss oder sowas den nächsten Tag, dann wünsche ich ihm dabei gute Gedanken. Aber jetzt wollen wir beten wie jeden Abend. Herr, auf dich vertrauen wir, in deine Hände legen wir unser Leben. Lass leuchten über uns dein Angesicht, hilf uns in deiner Güte. In deine Hände legen wir unser Leben. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Herr, auf dich vertrauen wir, in deine Hände legen wir unser Leben. Und so segne euch an diesem Abend, in dieser Nacht, der gute und treue Gott. Es segne euch Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. O zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. O zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Bis morgen dann. Wird euch gut, einen schönen Sonntag übrigens.